Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ich hier diesen coolen Couch-Unterleger, Couch-Auflage, wie man es nennen möchte. Ich zeige euch, wie man sich das baut. Das ist ein richtig schönes Projekt, wenn ihr zum Beispiel ein Geschenk selbst machen möchtet. Da könnt ihr auch vielleicht 2, 3 von herstellen. Es dauert nicht so lange. Und ihr könnt auch kleinere Streifen Holz benutzen. Also von daher könnt ihr auch da mal eure Restholzer aufgebrauchen. Ich habe auch ein Restholzstück benutzt. Das seht ihr dann gleich im Projekt. Ihr seht, wie wir da richtig wenig schleifen müssen, denn wir machen sehr viel mit der Hobelmaschine. Und ich zeige euch, wie wir hinten dieses Material, das seht ihr dann auch, was das für Material ist, wie ich das festbekommen habe. Das hält auch richtig gut. Und ja, wenn dich dieses Projekt interessiert, du vielleicht das machen willst und es verkaufen willst oder das für deine Freunde bauen willst oder für die Mutter oder für den Vater, dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Video. Endlich kann ich mit diesem neuen Projekt anfangen. Ihr seht, ich habe hier Jutestoff. Damit werden wir das flexible Stück machen. Schauen wir uns später noch genauer an und natürlich brauchen wir erstmal Holz. Hier sehen wir das Holz von meinen letzten beiden Massivholzprojekten. Da haben wir Buche, Esche und Eiche dabei. Das Walnuss hier werden wir nicht benutzen. Ich denke, wir werden Esche benutzen. Also ich bin wirklich so froh, dass ich endlich mit dem Projekt hier anfangen kann. Ich habe das Material schon vor einer Woche bestellt und letzte Woche war ich nämlich noch im Urlaub mit meiner Freundin und Frau Webus. Hier ein kleines Foto. War mega cool, aber jetzt ist es auch, wie gesagt, wieder schön hier in der Werkstatt zu sein. Natürlich brauchen wir erstmal die Maße für das Teil. Ich werde das Teil mal 50 auf 30 machen. Wisst ihr, das ist so ein simples Projekt. Ich werde das Holz erstmal hobeln. Und dann werde ich mir überlegen, was halt auch Sinn macht. Also welche Maße Sinn machen, das Holz zuzuschneiden. Weil vielleicht kann ich aus einer Scheibe 2 Leisten rausbekommen. Ich glaube, das hier reicht noch nicht, oder? Und hoch damit! Das hat aber sehr schön funktioniert. Wir werden gleich ziemlich viel Längsholz schneiden, wie ihr euch das schon vorstellen könnt. Und aus dem Grund werde ich hier mein Querschnittblatt austauschen und halt ein Längsschnittblatt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch hier so einen Adapterring in eurer Kreissäge permanent benutzt oder ob ihr eine klassische 30er Bohrung auf eurer Welle habt oder einen Adapter halt direkt. Ihr wisst, was ich meine, einen Adapter direkt unten an dem Flansch habt. Die Rapiti hat nämlich eine 20er Welle und ich hole mir immer Standardblätter mit 30er Bohrung. Falls ich irgendwann mal eine andere Kreissäge habe, kann ich die dann immer noch benutzen. Damit ihr euch nicht wundern braucht, warum ich gleich ein bisschen mehr wegschneide als nötig. Hier ist ein Riss, den will ich jetzt mit rausschneiden, damit mir die kleinen Leisten später nicht kaputt gehen. Falls ihr, Mann, die Kamera steht so schön schief, falls ihr nämlich mal Holz ausrechnen, wie viel Holz ihr braucht für ein Projekt, rechnet immer 50% mehr dann drauf. Das ist so ein Maß, das habe ich mir auch von ein paar Schreinern einfach abgeschaut, denn 50% bei Massivholz ist normalerweise Verschnitt. Rinde, Risse und speziell solche Fälle. Als nächstes werde ich das Holz in der Mitte auftrennen und ich markiere mir hier mit meinem Mittelfinger. Das ist ein eigenes Projektvideo, richtig geiles Teil. Verlinke ich euch oben rechts im Eck. Damit werde ich mir jetzt einfach die Mitte hier markieren, damit wir das Holz gleich ganz mittig zum Sägezahn vom Sägeblatt anlegen können. Und das schneiden wir jetzt dann auf. Hier noch eine kleine Info, denn solche Brettchen, wenn ihr gerade mehr aufschneiden müsst, geht auf jeden Fall einfacher mit der Kreissäge. Habe ich auch schon richtig oft gemacht. Stellt das Blatt aber nur auf die Hälfte immer von dem Material, was ihr schneiden möchtet. So habt ihr auch grundsätzlich eine höhere Durchlasshöhe, eine höhere Höhe, was ihr schneiden könnt. Das hier ist ungefähr die Hälfte. Ich kann noch ein bisschen runterstellen. Und als nächstes stelle ich jetzt den Anschlag ein. Und ihr seht schon, warum ich das so mache. So könnt ihr nämlich schön die Mitte vom Zahn genau anpeilen. Und das stimmt dann auch echt richtig gut. Genauso ist es aus der Tischkreissäge rausgekommen und ihr seht, das hat richtig gut funktioniert. Man sieht ein paar Marken, normal könnte man das sogar jetzt nur schleifen. Wir werden es aber durch die Hobelmaschine führen.
Und so haben wir uns jetzt unser Brett ganz, ganz einfach aufgetreten. Und das geht mit fast jeder Tischklasse hier. Als nächstes... So sehen die Bretter übrigens gehobelt aus. Ich glaube, als nächstes werde ich das einmal grob schleifen. Dann muss ich das später nicht mehr so extrem tun. Und danach werde ich es mal auf Breite schneiden und die werde ich auch noch hobeln. Ich habe jetzt gerade hier diese Streifen eben als erstes auf Länge zugeschnitten und dann habt ihr ja gesehen, habe ich hier die Streifen zugeschnitten. Ich habe die mit ein bisschen Überbreite zugeschnitten, denn ich werde sie jetzt hobeln, denn das Hobelbild ist dann direkt gut und ich muss es nicht mehr wirklich viel schleifen. Die Seiten hier, wenn das flach liegt, sieht man eh nicht so wirklich. Sie sind aber glatt und schleifen muss ich es dann nicht. Und deswegen werde ich sie jetzt mal auf 25 mm Breite zuschleifen. Hobel, mach Spaß. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gerade wenn ihr so viele Teile hobeln müsst, ist es immer ein bisschen nervig, wenn man sich direkt hinten dran stellen muss, um das Teil festzuhalten. Aus dem Grund werde ich es auch später oder gleich einfach hinten rausplumpsen lassen. Ich markiere mir aber einfach nur gut hier die Brettchen, damit ich halt weiß, okay, welche Seite schon gehobelt und welche nicht. Man kann es natürlich schauen, weil Säge in einem sägerauen Schnitt erkennt man immer, aber das hier erkennt man schneller. So, ihr habt gesehen, die Teile sind nicht mal hinten rausgefallen, wegen dem Halteklotz, der an der Hobelmaschine halt hinten dran ist. Und damit wir uns die Finger nicht aufreißen, am späteren Untersetzer hole ich mir jetzt noch hier den Handhobel und gebe jedem Teil an jeder Kante eine Phase, damit die ein bisschen gebrochen ist. Ich mach's mit der Oberfräse. So, als nächstes können wir diese Streifen in der Mitte durchschneiden. Und dazu habe ich mir zwei markiert und schneide dann einfach fünf gleichzeitig oder sechs. So kann ich den Prozess einfach ein bisschen beschleunigen. Und ich spanne mir hierzu die Teile auf der linken Seite fest, damit sie dann auch alle gleich liegen und ich mich hier nicht so drauf konzentrieren muss. Ja, das ist auch schon ausreichend. Der ist nicht saugut. Achso, das geht gar nicht. Ich bin so schlau. Ich muss es auf der rechten Seite festspannen. Jetzt können wir mal den Stoff langsam zuschneiden. Und das finde ich, werden wir uns gleich kümmern, wenn das dann verleimt ist. Und das hier ist Jute-Stoff. Ich habe extra geschaut, dass ich den feinen finde, denn es gibt, glaube ich, auch grobmaschigeren Jute-Stoff. Ich habe euch genau diesen hier verlinkt, falls ihr das ganze Projekt nachbauen möchtet. Wir werden das jetzt mal ein bisschen größer als das, was wir brauchen, zuschneiden. Ihr seht, so werde ich das Ganze gleich draufbringen. Die Enden werde ich natürlich so ungefähr gleich rüberlegen. Und ja, wie machen wir das fest? Ich habe mal gesehen, dass man das mit Holzleim verbinden kann. Ich weiß nicht genau, ich habe es nur so im Kopf und so werde ich es halt jetzt auch mal probieren. Ich habe gerade doch noch hinter der Kamera ein Teststück gemacht, das hat jetzt auch nicht lange trocknen können. Ist aber ziemlich stabil, wie gesagt, der Leim ist noch teilweise ein bisschen feucht. Aber es zeigt mir, dass man das Ganze mit Holzleim verleimen kann, verkleben kann, wie man es nennen will. Und deswegen werde ich jetzt auf jeden Streifen mal Holzleim geben und den mit dieser Rolle dann immer wieder verstreichen. Ich habe dem Ganzen jetzt mal ein paar Stunden Zeit gegeben zu trocknen und ich bin auch gespannt, ob das jetzt auch hält. Ich habe extra ein bisschen Papier drüber gemacht, damit ich mir die Oberfläche nicht verschramme. Das habe ich mir schon fast gedacht, an den Seiten klebt es jetzt ein bisschen, aber auch nur, weil an manchen Stückern seitlich ein bisschen mehr Holzleim ausgetreten ist. Das
sieht hier mal richtig cool aus. So, das Ding ist jetzt lose und wir können jetzt hier das überschüssige Material mit dem Cuttermesser abschneiden. Schnibbeldidü. Kleine Info für euch, manchmal fragt ihr, was ich an meinem Gürtel für Werkzeugträger dran habe. Das hier ist so der beste Träger, den ich mir jemals gekauft habe. Das ist ein einfacher Halter für ein Cuttermesser, denn ihr könnt ein Cuttermesser für alles benutzen, sei es irgendwie was schneiden oder mal irgendwie nur eine Tür anhalten, dass er nicht zufällt. Ich habe das wirklich schon für alles benutzt und deswegen bin ich auch echt froh, dass ich das immer dabei habe. Ich habe es jetzt eine Zeit lang abgehabt, weil ich die Hose auch in einer anderen Firma hatte. Jetzt bin ich da nicht mehr und jetzt kann ich halt das Teil hier nochmal bedenkenlos dran machen. Kleine Info, in der Firma waren normale Cuttermesser nicht erlaubt, weil die keine Rückspringsicherung haben und man sich damit dann, egal, Banane, ich weiß. Auf jeden Fall, ich werde euch in Zukunft so Zeug, was ich cool finde und dann auch wie jetzt am Video anspreche und am Video direkt verlinken. Wenn ihr in Zukunft wissen möchtet, was ich dann benutze und es ist nicht unter dem Video verlinkt, kannst du auf meiner Webseite vorbeischauen, da ist dann auch sowas dann auch drin verlinkt. Das dauert immer ein bisschen, ich arbeite da immer mal wieder ein bisschen dran, aber das kommt dann mit der Zeit dann auch da dran. Und jetzt muss da natürlich Finish noch drauf und da benutze ich mein eigenes Finish. Das ist ein Bienenwachs-Finish, wenn das später trocken ist, kann man das auch mal noch ganz entspannt abwischen und das Wasser perlt schon ab. Müsste es jetzt auch endlich bald mal auf meinen Shop geben. Das stelle ich her und das sind die Sticker, auf die ich die ganze Zeit noch gewartet habe. Ich habe es euch mal verlinkt, ist auch auf meiner Webseite. Damit ist auch dieses Mini-Projekt schon fertig und es gefällt mir richtig gut. Vor allem mal wieder das Eschenholz, das habe ich noch nicht so oft verarbeitet. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus, glänzt auch so ein leichtes bisschen und funktioniert vor allen Dingen. Ihr seht, die ganzen Stücke halten. Ich hätte nicht gedacht, dass das Holz echt so gut an dem Jutestoff kleben bleibt. Und ja, ein schönes kleines Projekt, was ihr auch schnell mal machen könnt. Auch könnt zwei, drei, vier Stück von machen und könnt sie verschenken, könnt sie vielleicht verkaufen. All das könnt ihr damit machen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Das war das Projekt für heute. Ein kleines schnuckeliges Projekt für euch zum Nachmachen. Es ist ein richtig schönes Projekt, wenn ihr vielleicht ein Geburtstagsgeschenk selbst machen möchtet für eure Verwandten, für eure Lieben. Einfach, ich finde sowas ist einfach immer cooler, als was gekauft ist, denn das sieht richtig schön aus. Man hat eine Verbindung, also eine Erinnerung von euch und es ist halt was Individuelles. Das hat nicht jeder und dazu ist es auch noch praktisch. Mein Holzfinish, was ich hier benutzt habe, das wird es jetzt wirklich in ein paar Tagen geben und das wird es dann auch unter jedem Video verlinkt sein. Das findet ihr auf meiner Webseite und du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du das hier jetzt nachbauen möchtest und das vielleicht so das nächste Geburtstagsgeschenk für einen von deinen Verwandten ist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.